Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Stream. So, direkt mal erstes Spiel, Leute. Ich bin gehypt auf jeden Fall aufs erste Spiel, Leute. Und nach langer Zeit wieder mal ein Stream. Es wurde auch mal Zeit, ne? Ihr habt alle den King. Oha, direkt eingeschalten. Moin, I'm Lonely BS und Eliessa. Immer Schalke. Oh, ich habe voll vergessen, wie man FIFA spielt. Scheiße, vier Tage nicht mehr gespielt. Direkt so vergessen. Egal, wir packen das, Leute. Herzlich ja, Leon Gaming, moin, moin. Bist du auch mal dabei? Ich kenne dich zwar, ich glaube, du warst bei keinem Spiel dabei, aber auf jeden Fall bist du heute dabei. Dankeschön. European International Cup, Schalke 04 gegen Medipol Başakşehir. Das erste Spiel also in diesem Vorbereitungsturnier und jetzt werden wir erleben, wo sie stehen, gehen mit großen Hoffnungen. So, machen wir mal ein bisschen lauter. Ist so, jeder am Start. Wir spielen einfach gegen Başakşehir. Wer ist Leon? Warte mal. Kenne ich dich? Hä, wer ist Leon? Schade, aber. Hä, aber wer ist Leon? Kenne ich einen Leon? Wer ist Leon? Voilà, direkt erste Tor kassiert, aber jetzt machen sie es wieder gut. Nee, doch nicht. Ja, ich über FN. Kennen wir uns über FN? Ach so, der Leon. Warte, was? Kennen wir uns über FN und du hast meinen YouTube-Kanal gefunden. Sass. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird's gefährlich. Voilà, erste Tor direkt kassiert. Was passiert mit Başakşehir, Leute? Seit wann sind die so gut oder sind wir schlecht? Ich glaube, die sind gut, Leute. Wir sind niemals schlecht. Einfach jeder dabei. Wartet kurz, ich muss was einstellen. So. Ich glaube, PlayStation überträgt den Screen halt nicht, weil da ist ja immer dieses Kamera-Ding, wenn ich was mache. Weil es, glaube ich, private Server ist. Westen McKenny. So, McKenny gönnt. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der wieder den Angriff, aber da ey, das ist für den Konter da, aber so wird das nichts. Der Ball ist wieder weg. Fredrik Gulbrandsen. Ja, Başakşehir ist echt stark. Was macht er draus? Gulbrandsen. Ui, das war. Warte, was ist passiert? Ey, die verletzten direkt unseren Stürmer. Ah, dafür. Ich habe keinen Bock eigentlich auf Burgstall. Ich mach gleich. Ich schwöre, Effe, ich mach gleich. Voila. Wenn die mal gut passen können, dann kann ich alles eigentlich. Pass wird abgefangen, aber das war wirklich kein gutes Zuspiel. Junior Caesara. Das könnte eine Gelegenheit. Ja, Beşiktaş ist wirklich besser. Einfach gut, aber jetzt brauchen sie mal eine Fenerbahçe weg von Ding. Gut, aber der Ball ist erstmal weg. Keine Ahnung, was für Dings. Einfach alle weg außer Beşiktaş. Die sind noch da. Wir sehen das frühe Pressing. Und damit sind sie am Ball. Was für gay. Fredrik Gulbrandsen. Klasse Pass. Ey, ich finde, meine Kopfhörereinstellungen sind irgendwie voll laut. Ich mag es nicht so laut, weil dann kann ich mich selber nicht hören und das. Wenn ich schwieriger spiele. So, ja, ich spiele Profi. Graz. Gefährlich! Glaube ich. So fangen sie den Angriff früher. Entweder Halbprofi oder Profi. So, jetzt aber, Leute,
Jetzt aber! Ey, Digga, das... Nee, wenn das kein Foul ist. Hat Tür auf den Schiri, Walla. Hashtag Schiri gönnt nicht. Ehrenlos. Hashtag ehrenlose Schiri. Buschi bislang durchaus brauchbarer erster Durchgang. Sie liegen ja nur knapp hinten. Kurz mal deine Analyse. Schalke, wir liegen knapp hinten, aber die Hoffnung ist nicht verloren, Leute. Der Rückstand ist knapp, alles noch drin. Ja, alles noch drin. Was machst du für einen Pass? Wieso läufst du in deinen Spieler rein? Ich will heulen. Hier kommt die Nachspielzeit. Oh. 2 Minuten gibt's. 2 Minutes, Leute, das schaffen wir noch. Ein Tor schaffen wir noch. Oder wenigstens einen Angriff. Nee, das wird nichts mehr. Und zur Pause am beide. Ich bin noch nicht in FN on, lol. Ach, Leute. Einfach schade. Başak Şehir macht Auge. Es kann weitergehen. Die zweite Hälfte im Auftaktmatch läuft. Elia. Nun Klischee. Başak Şehir macht Auge. Hört auf, Auge zu machen. Ein Spieler ist eh schon verletzt. Den könntet ihr auch direkt umbringen. Meine Fresse. Jetzt sind wir mal dran. Und das gibt Elfmeter. Noch einer verletzt. Safe. Safe. Er gibt den Elfer, aber keine Karte. Ja, das sieht okay, Leute, wir machen jetzt hier hin. Und dann machen wir. Zack. Ja, let's go. Elva hat gerettet. Ole. Ole, ole, ole. Leute, wartet kurz, ich muss was einstellen. So. Leute, Elva hat gerettet. Wirklich souverän gemacht. Auch auf diesem Niveau. Nicht selbstverständlich. Elva hat gerettet. Da. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Leute, einfach 1-1 Direktorhymne. Frederik Gulbransen. Aber die haben echt viel gefoult. Başak Şehir. Oh nee, oh nee, oder? Tolle Chance, aber kein Tor. Da fehlt dann so ein bisschen auch das Glück. Burgstaller. Ey, Burgstaller, mach doch irgendwas. Nice. Schönes Zuspiel hier. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Da schießt er. Ah, da kann man. Nice, dass ihr alle fast bis zum... Oha, wie ihr... Gönn mir auch. Gönn. Lass mir welche übrig. Ich will auch. Wir hatten zwar Manta, aber Sarma ist lecker. Wollen wir immer so traditionell essen, ja, bei Türken. Da kann er ihn stoppen. Ey Mann, 2-1. Wir dürfen nicht rausfliegen, Leute. Das Ding ist, ich werde wahrscheinlich auch viel im Kalender simulieren. Skipass natürlich nicht. Was macht der? Wieso passe ich auch? Ist es das hier? Ja! Let's! Let's go! Leute, das Blöde ist, wir gewinnen gegen eine türkische Mannschaft, tamam. Wir gewinnen gegen eine türkische Mannschaft, wir spielen halt unentschieden gerade, aber wir werden gewinnen, ich sag schon mal die Zukunft so. Das ist halt blöd, weil ich ja selber Türke bin. Und das ist der Ballverlust. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Gut und fair, das und das Blöde daran ist, ich bin ja Türke, habe ich schon zweimal gesagt, aber... Wenn eine türkische Mannschaft verliert, dann ist für mich einfach schade. Aber jetzt in der Karriere nicht. Wisst ihr? Die Karriere läuft Schalke. Alles nur Schalke.
Nach dieser Karriere bin ich auch irgendwie schon Schalke-Fan, muss ich zugeben. Die werden safe aufsteigen. Ne? Sie sind zwar gerade nur fast Aufsteiger wie HSV. Bei HSV ist es auch gut. Aber Schalke wird aufsteigen, Leute. Ich sag's einfach nur so. Leute, was immer bei uns passiert, passiert heute irgendwie bei Başakşehir. Wir schießen so Tor, die Gegner schießen direkt ein Tor. Weil Schalke scheiße ist, kurz gesagt. Wir sehen es, Buschi Auswechslung bei Başakşehir. Und ich gucke halt immer so Streams mit Schalke Karriere, da denke ich mir so, weil wenn ich wieder meine PS4 habe, wenn die mal wieder funktioniert, dann mache ich auch Schalke Karriere. Und ja, jetzt habe ich direkt eine neue. Viel Zeit bleibt nicht mehr in dieser Partie und die Fans wollen endlich den Siegtreffer sehen. Und entsprechend ja, wir wollen den Siegtreffer, die wollen den von uns, aber nicht den. Scheiße. Komm, Leute. Das war eine gute Möglichkeit, aber sie holen sich den Ball doch noch. Mann, Leute. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Keine Ahnung, wieso ich dir nichts davon erzählt habe. Aber Leute, jetzt kommt doch unser Schalke, Mann, Burgstaller, du bist so schlecht. Du kleiner Burgstaller, ey. Ich hasse den Typ. Ich werde den verkaufen. Başakşehir, ja genau. Und das heißt Başakşehir. Wieso kann das niemand aussprechen? Başakşehir. Zwei Minuten sind's noch. Immer nur zwei und jetzt schießen die safe ein Tor. Wieso nicht eine oder gar nicht? Ja, GG's. Zwei Tore geschossen, zwei Tore kassiert, sehr gut. Ah. Okay, wir sind glaube ich zwei Dritter. Nee, ich glaube sogar, wir sind Letzter. Ah ne, wir sind Zweiter, lol. Okay. Schöpf. Brauchen wir den, Leute? Oder kann der gehen? Wir gucken nachher. Wir gucken später mal. Ah ja, wir spielen Halbprofi. Oh ne, wir spielen mit Nübel im Tor. Ne, das kann nichts werden. Ne, wir wechseln Nübel direkt aus, Leute. Direkt, ohne Spaß. Ich lasse den nicht eine Sekunde spielen. Oha. Dribbelt alle aus wie Frank. So, da geht's direkt mal los mit den Auswechslungen. Und zwar. Oh nee, Digga. Ich hab den ja. Ich glaube, ich hab ihn verkauft. Oh Mann. Zuschauer, willkommen in Liverpool. Ich begrüße Sie zu diesem heutigen Spiel. Oha, bei Liverpool sogar. Ey, wie die direkt so aggressiv drauf gehen, mashallah. Aber ich habe keine Lust auf Nübel im Tor. Spiel Nummer 2, also in diesem Vorbereitungsturnier. Die Frage ist ja immer, wie geht man so ein Turnier an? Nimmt man das wirklich ernst? Geht ja immerhin um einen Titel, darf man nicht vergessen. Toller Pass. Ja, abseits. Es gibt abseits. Das war eine gute Möglichkeit. Komm schon, Sasuke. By the way, ich habe ein Naruto-Stirnband. Ich kann euch mal zeigen auf Insta, wenn ihr mir das schon folgt. ProGamer 294 Reins. Ja, ganz klar nach vorne. Könnt mir gerne folgen. Ich war mit Elie Gamer im Kino, da habe ich gepostet. Dass ich Kino war, da habe ich Dom Toretto gepostet. Als Formation heute, ne? Und das mit einer Raute im Mittelfeld. Ja, komm. Burgstaller, ich hasse dich. Aber der Torwart passt auf, klasse gelöst. Was für der passt auf? Der Schuss war scheiße, ganz einfach. Der hat gar nicht aufgepasst. Der wäre rausgegangen, wenn er aufgepasst hätte. Palacio. Der Schuss vom Burgstaller war halt behindert.
Meine Fresse, by the way, ich habe einen neuen Haarschnitt. Ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Schöner Pass. Ja, so wie mein Haarschnitt. Unwiderstehlich. Nee, beide. Nee, jetzt. Ja, wir waren Godzilla. Godzilla waren wir. Den Ball nimmt er mit dem Kopf, geht aber ins Aus. Poli. Leute, ich muss euch mal was erzählen. Dominguez. Ich war so mal im Stadion. Da hat man ja so 4-5 Bälle. Wir waren ganz oben im Stadion. John Joe Kenny. Gefühlt. Bei Stuttgart war das, glaube ich. Jetzt ist die Kugel weg. Der Ball ist dann Klasse auf mich gekommen. Ich habe einfach so den Ball behalten. Krejci. Ich wollte ihn nie wieder waschen. Ja, ich bin tausendmal mit dem im Schlamm gewesen. Ich wollte ihn nie waschen. Weil der von einem Fußballer berührt wurde. In den freien Raum. Aber dann ist er irgendwie kaputt gegangen. Burgstaller, wenn du jetzt das Tor nicht schießt, dann... Digga, wie schlecht! Wie schlecht! Ach, shit, jetzt fängt's wieder an. Suazerda. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Sie verlieren den Ball. Ich rede jetzt nicht mehr so viel. Digga, wie schlecht ist der Spieler? Dieser Burgstaller. Klasse Pass jetzt. Voice Crack, sein Vater. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Ich, wenn ich Voice Crack habe, fühle mich wie ein Mann. Sie holen sich den Ballbesitz. Ich denke mir so, oh, endlich bin ich ein Mann geworden, so richtig. Klasse Pass. Ich fühle mich so richtig nice so. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Schön abgeblockt. Buffering. Ey, jetzt hör auf zu spammen, Walla. Was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Wenn noch Mods am Start wären, ach so. Die Hälfte ist ja Mod schon. Ballverlust. Leon Goretzka spielt nicht mehr bei Schalke. Ich will auch eine FIFA 18 Schalke Karriere machen. By the way. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Der Ball kommt rein, aber doch nicht gut genug. Super dazwischen gegangen. Was macht er? Nee, jetzt kassieren wir das erste Tor. Digga, hör auf, am Boden zu chillen. Könnte den Konter geben. Immer noch diese Aktion jetzt. Die Abwehr muss weiter. Ja, komm. Macht er das Tor? So geht das! Blau und weiß ein Leben lang. Der Trainer. Oh, sogar Moslem, glaube ich. Oma Pascal. Jetzt also die Führung für Schalke. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. So, weiter geht's. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Was für Auge? Das war einfach nur Skill. Knappe Pausenführung. Einfach Luck or Skill. Nächstes Mal werde ich Nübel nicht mal auf die Bank packen. Es geht weiter im Gruppenspiel. Ist ja die zweite Partie heute. Klar, dass nee, den Typ wechsle ich aus. Den Typ wechsle ich aus. Ein Leben. Viel Vorwärtsfrage jetzt. Der Ballverlust. Wer ist es? Burgstaller. Den werde ich auswechseln. Wer bei mir mit Hacke passt, der wird ausgewechselt.
Nübel, geh raus, da hol dir den mit Ball. Der Faust an den Ball. Gute Aktion. Hätte gut. Nübel den Ball nicht bekommen, ich hätte ihn, ich wäre zu ihm nach Hause gegangen, hätte ihn geschlagen. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ja, mit viel Übersicht. Komm, 2-0 Burgstaller, mach etwas. Ist er drin? Ja! Easy. Easy. 2-0. Ach, Leute, was habe ich gesagt? Keine Gegner. Wir werden es einfach rocken, dieses Spiel. Rodrigo Palacio, Ball. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Der Hund war sein Leben. Oh, Leute, in die Kommentare hat einfach jemand geschrieben. Geile Torhymne, aber schade, dass man sie nie hört. Einfach. Die Bayern voll gegen Schalke alle. Weiter, was, den nächsten was kann Schalke dafür? Hast du Google? Wieso hast du Google? Hä? Gute Chance. Schwacher Abschluss, da hat er den Ball nicht voll erwischt. Itachki. Itachki, ich sag Itachki. Leute, bald wird mein Profil nicht mehr Boruto sein, sondern Itachi. Itachi Uchiha. Gefährlich! Wer Itachi kennt, der soll mal eine 1 in den Chat schreiben. Er steht im Abseits, gut gesehen. Jetzt will man mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen, insbesondere in der Offensive wäre das nötig, sie liegen zurück. Da ist die Balleroberung. Was für Kakashi, Digga, der hat Rin getötet, obwohl Obito auf dem Weg zu denen war und er könnte warten, bevor er Rin tötet, dann könnten die Teamwork machen, dies, das gegen Madara und so. Es gibt einen Spielerwechsel. Ja, und der Trainer hofft natürlich, dass das jetzt nochmal frischen Wind wird. Und jetzt sind hier schade, dass keiner das checkt und Itachi. Itachi hat einfach seine Familie erstens getötet, weil die Familie ihn töten wollte und zweitens, weil er bedroht wurde und um das Dorf zu retten, musste er seine Familie töten. Schade, dass es niemand checkt und drittes Tor. Ja, wenn du mal, wenn du irgendwann mal wieder zu mir kommst, dann kann ich es dir machen. Weil ich weiß, wie es klappt, auch wenn es nicht klappt. Du musst entweder auf Laptop machen oder... Aber wann lädst du dein erstes Video hoch, ja? Jetzt ist gefährlich. Ob das die richtige Entscheidung war, Fahne ist oben. Oder hast du es schon hochgeladen? Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Gregoritsch. Da kommt der Pass. Michael Gregoritsch. So. Ach, schade. Daher überhaupt kein Problem. Jetzt kommt die Ecke. Guter Einsatz. Ball ist erstmal wieder weg. Schade, das wäre das 4-0. 0 zu 4 wäre es dann. Sehr genau. Weston McKennie. Am Anfang hat die Mannschaft, die Gegner haben da am Anfang voll viel Druck gemacht. Dann haben die irgendwie aufgegeben. Nach dem 1-0 dachten die sich, ach komm, mit Super denen Pass. Legen wir uns nicht an. Ja, könnte was werden. Da ist die jetzt haben die keine Angst mehr, Tor. Oh, Nübel. Da muss er sich ganz weit strecken.
Ecke kommt in den 16er. Ja, das sah sehr gefährlich aus, aber der Ball ist auf. Ich hatte aber auch 0 Abos und hab einfach an einem Tag schon 20 Abos bekommen. Er hat den Ball, gutes Tackling. Chance zum Konter jetzt. Du musst bei deinem Kanal bleiben. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Was für Abseits? Der ist zum Ball gegangen. Ah, das war's mit dem Spiel. Schade. Und das war's. Das was für schade. Wir haben gewonnen. 3-0, Leute. So gut waren wir noch nie. Başakşehir hat verloren. Wie schlecht. Mach Brawl Stars Content. Du bist gut in Brawl Stars. Oh, jetzt müssen wir unentschieden spielen, Leute. Statt Nübel kommt. Hä, haben wir den nicht mehr? Haben wir die verkauft? Ach komm, wir machen die. Sané kann doch safe ins Tor, oder? Okay, ciao, bis morgen oder so. Ich werde ab jetzt immer abends streamen, Leute. Willkommen, wir melden uns heute aus dem legendären Old Trafford hier in Manchester. Ich bin auch heute wieder Wolf Fuß und neben mir hat der Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Und wir zeigen Ihnen heute ein wie immer Zuspiel. Michael Gregoritsch. Döner, wie Amin immer. Ritz. Richtig gut vom Torwart. Mann, das wäre das 1-0. Egal. Erste Chance verpeilt, wie immer. Schalke, wie immer. Egal, Leute, wir werden es doch gewinnen, oder? Wir sind S04. Jetzt der Vorstoß. Es kann niemand was sagen. Ich bin irgendwie voll gehypt da auf einen. Kommt niemand ran. Nach dem 3-0. Da wäre Platz für den Konter. In den freien Raum. Gute Chance. So. Michael Gregoritsch. Patz! So geht das! David, moin! Ey, Digga, halt deine Fresse! Was war daran? Bitte abseits! Ey! So dumm! Wieso gibt's überhaupt abseits? Trainer sagen immer, geh zum Ball, wenn man zum Ball geht. Ja, kann ich jetzt auch sagen, abseits. Das muss es sein. Abseits. Da trifft er den Ball nicht richtig und der geht dann folgerichtig weit drüber. Ey, Mann. Why? Amin Harit. Nee, ab jetzt, wenn das Tor abseits ist, dann mache ich dieses Wieso-Lied auf. So, ja, leichte Beute sind wir auf dem Weg in die Teufel. Da kommt er nicht richtig hinter den Ball und dann ist er leicht abzuwehren. Ich habe mich so richtig gefreut, dass das 1-0 ist. Ja, David, das letzte Spiel haben wir 3-0 gewonnen. Das andere 2-2 gegen Başakşehir. Jetzt werden wir wieder gewinnen. Das ist der Ballverlust. Blau und weiß ein Leben lang. Leute, jetzt wundert es mich auch nicht mehr, wenn wir ein Tor schießen. Weil das ist ja jetzt normal, dass wir ein Tor schießen, oder? Ja, normal.
Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Gregoritsch. Jetzt geht's aber nicht schnell, weil Burgstaller da ist. Aminaritz. Sie suchen die Lücke. Aminaritz. Ey, Mann! Why? Leichte Beute. Sind wir auf Ja, Digga. Statt du da draußen wartest, kannst du ja mal reinkommen. Ne? In den Strafraum. In die Nähe von Ball. Guck, so wie die es machen. So wie die es machen. Biete dich an. Damit wir ein Tor schießen, Mann. Bastian Ocipka. Michael Gregoritsch. Es wird nicht schwer gegen diese Seifen. Aber die Zahlen drücken das klar aus. Keiner mit Vorteil beim Ballbesitz. Ach echt. Beide tun sich schwer, Akzente zu setzen. Wir sehen kaum Tor. Eigentlich wäre es ein 1-0, wenn der Kack-Schiri. Königsblau wieder am Ball. Ist nicht. Ja, Königsblau. Wir sind immer King. King Crimex. Guido Burgstaller. Abseits. Gutes Timing, guter Einsatz. Da verhindert er das Tor. Ella, ich bin schleu. Ah, Ella, du bist meine Nachbarin. Was geht? Ah, Effe, du bist also bei Ella. Hab ich wahr? Hab ich wahr? Hab ich recht? Ella, abonnier. Ich brauche Abos. Da passt der Torhüter klasse auf. Kann er weit einwerfen? Wenn ja, dann könnte Effe, guck mal von diesem einen Fenster, wo man mein Haus sieht. Vom Wohnzimmer. Guck mal da raus. Dann guck ich auch. Ja, ich glaube, das könnte gelb geben. Juckt mich nicht. Juckt mich nicht. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Ah, danke. Danke. Ja, sie können erstmal klären. Digga, die gelb juckt mich gar nicht. 0, 0. Schau zum doch nicht, WhatsApp. Hast du geschrieben, das Wort? Ah. Ja, ich habe Benachrichtigung bekommen, dass du abonniert hast. Ein Leben lang, blau und weiß ein Leben lang an. Alle Spieler sind zurück aus der Kabine, kann weitergehen. Und dann haben wir Lego. Es geht jetzt weiter. Oriol Romeo. Hä, wo bist du, Effe? Ings. Vorwärtsbewegung jetzt. Ings, das hat sich gerade auch angehört wie das EA Sports zu the game. Schade. Wenn wir jetzt ein Tor kassieren. Ah ja, moin, ich sehe dich. Ich habe gerade Effe gesehen. Die Gefahr erstmal wieder bereinigt. Suat Serda. So. Vielleicht der schnelle Konter. Das macht er gut. Komm. Schieß, schieß. Ja! Alles für alles dank Effe passiert. Sieht gut aus für die Schalker, sie liegen vorne. Leute, einfach besser. Wisst ihr? Dieses eine andere besser. Redmond. Ich guck so Effe an, er guckt mich an, ich guck ihn an. Ich denk, er denkt sich so, hä, wo ist der? Ich guck ihn an, er so, ah, hi. Das ist ein Auf einmal Tor. Er wird den Ball reinbringen. Und was können sie raus machen? Gar nix. Die sind schlecht. Oha. Das gibt die Abstoß. Ein neuer also so schlechte Gegner hatte ich noch nie. Spiel bringen, das haben sie auch nötig. Okay, schlecht sind die jetzt auch nicht, aber gut sind die auch nicht. Amin Arit. So schlecht sind die auch nicht, aber die sind schlecht. Auf jeden Fall sind wir besser. In echt würden die vielleicht auch nicht. Echt? Wärst du jetzt ein Schlossblick? Ja, David, ciao. Bis morgen oder so. Vielleicht jetzt. Nein, nein. Haha, lost. Da hätten wir um ein Haar den Ausgleich gehabt. David, gib mir meine FIFA 18 CD wieder, bitte. Der Abschlag ist ihm völlig verunglückt. Kann jetzt gefährlich werden.
Da kommt er nicht richtig hinter den Ball und dann ist er leicht abzuwehren. Hier das nächste Spiel der Gastgeber in der Bundesliga. Ja, komm. Hey, wieso Super verliert ihr den? Gibt es einen Wechsel bei Florenz, die Italiener? Leute, mein Stream ist 1080p, wisst ihr warum? Weil es eine PS4 Pro ist. Bei PS4 Slim ging es immer nur 720. Hunter? Ah, den mag ich zwar nicht so, aber ja, kann ich mal machen. Werfen alles nach vorne. Mal sehen, ob sie Glück haben und irgendwie noch einer passt. Nee, das wird nicht passieren. Weg ist der Ball. Ja, ich weiß, wer du meinst. The Journey meinst du. Ball läuft klasse bei Southampton. Oh nee, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ah, schlecht. Ganz wichtig, er hält den Ball fest. Schalke hat deutlich weniger von diesem Spiel, was den Ballbesitz angeht. Aber bei den Toren sind Ballbesitz weniger, Torchancen mehr, Torschüsse mehr. Ja. Tore mehr. Opfer. Tore mehr. Zwei mehr. Eins mehr, Digga, schieß doch. Gut, dass sie da klären. Ja, ich dachte auch. Ein neuer Spieler soll frischen Wind in ihr Spiel bringen. Das haben sie auch nötig. Sie liegen aktuell hinten. Und komm. Jetzt die Chance. Gut gemacht. Den Ball. Ach, schade. Sicher. 10 Minuten noch. In Echtzeit wahrscheinlich nicht mal 2 Minuten. Doch, wahrscheinlich schon. Auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Das war doch nichts, Digga. Das riecht nach Platzverweis. Oha. Ah, der hat uns eh nichts gebracht, den juckt nie, der juckt nie. Aber das ist eine Szene, die kann das ganze Spiel Opfer. Verändern. Die kann nicht mal Freistöße, was sind das für Gegner? Der will, dass sich die Mannschaft wieder konzentriert. Wir sollen uns doch konzentrieren, Leute. Ach so, das ja, sag ja ich, theoretisch gesehen, weil ich ja der Trainer bin. Jetzt haben sie ja alles im Griff und können mit diesem Treffer noch erhöhen. Einfach nicht so gut. Oha, 6 Likes. Nice, nice. Danke, dass du es mir sagst. Oh, Leute. Einfach Schalke. Besser. Sieht alles ziemlich gut aus. Ein Leben lang. Blau und weiß ein Leben lang. Kommt noch ein Tor. Ey, Digga, guck, das gibt keine Rot, gell? Das gibt keine Rot. Ja, durchaus ein vielversprechender Freistoß. Kein Tor nach dem Freistoß. Der Torhüter hat ihn. Ja, den Ball kriegen wir, Minion. Reguläre Spielzeit ist oben, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten oben drauf. Ah, Leute, übrigens, wenn ihr Spieler als Spieler in FIFA 20 von mir gemacht werden wollt, dann schreibt es in die Kommentare oder so. Und wir haben gewonnen! Woo! Erster Platz sind wir weiter, Leute. Wie nice. Oha, Başak Şehir ist auch weiter. Nice. Die meisten Tore haben wir geschossen und dann Burak Yılmaz. Nice. Leute, wir sind im Halbfinale. Okay, ich mach dich. Was für GS-Wert willst du haben? Also Gesamtwert, was willst du? Gesamtwert? Nicht mehr als 80 oder nicht mehr als 89. Oder 85 halt. Hab ich doch, hä?
Lass mich frei. Echt? Ist heute eine. Herr, als ob heute neue Brawl Pass da ist. Leute, ich habe 9 Verbleibende gezogen. Was für Brawl Pass? Ich habe einfach 9 Verbleibende gezogen. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde es. Guck, Supercell denkt sich so, ach so, der Typ macht YouTube. Dann die so, ah, wir wollen auch bei YouTube da Video dabei sein. Die dachten sich so, safe macht der YouTube Video dann in der neuen Seeds. Und dann die so direkt Tor. Was für Tor? Die so dann 9 Verbleibende. Sad one, ein Zuschauer. Dann ist es die Führung so weiter 0-0. Ein Leben lang. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Und dann Alexander Nübel. Daniel Caligiuri spielt mit Bastian und Schiebner in der Verteidigung. Liston McKennie steht mit Omar Mascarell im Mittelfeld. Ich check's nicht. Die Leute schreiben einfach, das ist fake. Auf die wird's heute in die Kommentare. Obwohl ich so richtig Video mache, wie ich davon Screenshot mache, dann noch Powerpunkte krieg. Burgstaller. Einfach schade. Hallo. Jetzt wird's gefährlich. Ich schwöre, ich habe 9 Verbleibende. Hast du nicht mein Video gesehen? Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig? Ein wirklich massives Mittelfeld. Ey, Digga, das ist doch faul. Muss dann die Unterstützung nach vorne kommen, dann müssen sie nachrücken. Entscheidet auf Foul, aber da kann er die Verwarnung noch stecken lassen. Ja, moin. Pablo. Ja, ich schwör, guck in die Kommentare. Das könnte die Chance werden. Alebella. Opfer. Oh shit, wir dürfen nicht verlieren. West Ham ist halt auch nicht schlecht, ne? Klasse Versuch, ganz knapp nicht drin. Wenn wir gewinnen, dann 1-0. Also so ein hohes Ergebnis schaffen wir nicht. Suat Serda. Mann, ich wollte noch auf Amateur stellen, damit wir gewinnen. Ein gutes Zuspiel. Pablo. Schwache Aktion, Ballverlust. Zack, Platz. Huhu, Soos. Michael Gregoritsch. Datte Bayo. Datte Bayo! Ey, das ist hinter der Linie. Ich weiß, die sind neidisch, weil die keine 9 Verbleibende ziehen können. Viele gönnen aber nicht. Nicht falsch verstehen. Ryan Fredericks. Die denken so, ach komm, der hat doch nie mal. Oder die denken sich so, Digga, wieso gönnen die mir und Supercell, wieso gönnt Supercell nicht mir? Ja, okay. Ballverlust. Bis dann. So, mit 0 Zuschauern einfach spielen. Ah, 2. Nee, ganz im Gegenteil. Die Teams trennt nicht viel, umso wichtiger wird ein konzentrierter Auftritt sein. Burgstaller. Ja, könnte was werden. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Ja, bis gleich. Weston McKennie. Omar Mascarell. Suat Serda. Gutes Tackling. Leute, gemacht und er hat den Ball. Ich war so letztens bei jemandem. Da fragt einfach so die Mutter von dem Freund, wie läuft Schule? Ich denke mir so, WTF, wo lebst du? Ich so, ja, läuft gut, ja, Ferien. Oma Mascarell. Wieso heißt die Oma so? Die Oma ist das abseits. 126 Nachrichten, Leute. Huhu. Bam. Wam. Bob. Badababum. Ach, Leute, wir müssen mal schaffen, ein Tor zu schießen, meine Fräse. Da ärgern sie sich. Komm. Ballverlust. Suat Serda. Was für Abseits? Was für Abseits? Schiedsrichter löscht dich. Was? 2 Minuten? Rede Deutsch. Wir sind in Deutschland. Nur weil der Gegner.
Sehr gute erste Hälfte bislang. Jetzt beruhigen wir uns wieder. Beşiktaş führt 1-0. Oha! Finale gegen Beşiktaş. Kann weitergehen. Zweite Hälfte läuft. Oder? Wenn wir gewinnen, dann sind wir gegen Beşiktaş im Finale. Safe. Ich glaube, Başakşehir ist doch nicht weitergekommen. Egal. Ich glaube nur erste. Oh, gegen Sorten muss Beşiktaş. Ja, wenn die gegen Sorten gewinnen, dann gewinnen die gegen uns auch. Das Unentschieden ist ihnen nicht genug. Sie wollen das Ding gewinnen. Wir auch. Wir wollen es auch gewinnen. Aber die lassen uns nicht gewinnen. Der Schiedsrichter immer abseits. Er weiß safe nicht, was abseits ist. Er denkt sich so, wenn du ab bist, dann bist du Salz. Aber Salz ohne Salz. Antonio. Fairer Salz. So Salz. Wisst ihr, wie ich meine? Edinson Cavani ist zu Borussia Dortmund gewechselt. Was? Paris Saint-Germain. Also mit wieso? Sie sich in jedem Fall, das ist ein richtig guter Transfer. Armin Ahrens, Michael Gregoritsch. Den Ball holt er. Wieso ist Cavani zu den gewechselt? Ich glaube, die Kohle reicht ihm nicht. Der wollte grillen, aber die Kohle reicht ihm nicht. Aldian Ayeti. Ja, deshalb musste er zu einem anderen Grill wechseln. Haha. Von Borussia Dortmund. Ich kann das nie aussprechen. Borussia. Burgstaller. Ich höre immer deinen Namen. 2 Sekunden später. Das könnte die Gelegenheit werden für den Gegner. Also Burgstaller nimmt nie wieder den Ball. Nee. Declan Rice. Das war nur defensiv. Jetzt kann die Reingabe kommen. Ball kommt nicht durch. Wir müssen defensiv umstellen. Die hält er völlig ohne Probleme. 0-0 der Spielstand und echte Chancen, ne, die erleben wir hier auch nicht. Es plätschert alles, ja, mehr oder weniger vor sich hin. Dann spiel du gegen so eine gute Mannschaft, damit du Chancen hast. Das muss man so deutlich sagen, haben sich nicht erfüllt. Das heißt Spiel. Kommt über die Seite. Jetzt kann er die Flanke bringen. Gut aufgepasst. Ich glaube, der war früher als Kind zu frech zu seinen Eltern. Deshalb ist er jetzt auch so ein Weston McKennie. So richtig Sakura-mäßig. Da kommt der Pass. Guido Burgstaller. Jetzt vielleicht. Gregoritsch. Ach, Digga. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Spiel. Ich hasse es. Was für gutes Zuspiel, Digga. Ich sehe den Typ nicht. Die Chance auf den Konter. Nee. Da können Sie jetzt ich will nicht. Nein, diese Aktion habe ich nie erlebt, Leute. Da war mehr drin. Es gibt Abstoß. Wohin passt der Typ? Jetzt haben wir wegen ihm 4 Sekunden Verspätung. Vielleicht werden wir... 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Sie verlieren den Ball. Das juckt dich doch nicht, du Kommentator. Da kann er ihn stoppen. Der muss nicht überall einen Kommentar geben, weil er Kommentator ist. Hab ich recht? Ihr habt doch safe recht, oder? Schreibt mal, ob ich recht hab. Ich hab doch safe recht, oder? Oh nee, jetzt fällt das Tor. Ich will nicht. Der Pass. Dann will ich wenigstens, wenn ich rausfliege, dass Beşiktaş gewinnt. So dringend einen Treffer. Toller Pass. Ich spiele gerade Schalke Karriere, aber mein Herz schlägt immer noch für Türkei. My heart schlägt für Türkei. Kennt ihr diese Pferdemädchen so? Die sagen, ein Pferd kann dir alles brechen, außer dein Herz. So, die so Kindergartenbeziehung, so Liebeskummer haben. Die Spannung ist. Hä, wieso Elfmeter schießen jetzt? Es wird spannend, der erste Elferschütze steht bereits. Klasse gehalten! Da macht er einfach alles richtig ganz stark. Vergeben! Der geht nicht ins Tor! Ah, da hat er... Gehalten, Buschi! Eine tolle Pack! Und Tor! Er behält ihn ab! Richtig souverän gemacht.
Er macht sich bereit, den Elfmeter. Ja, klasse! Leute, das war's, das tut mir leid. Ist das bitter, der Ball geht neben das Tor. Und da sieht man schon deutlich beim Anlauf, dass er nicht... Das ist natürlich auch ein Rezept, das funktioniert fast immer. Ja, aber nicht, wenn der Keeper mal stehen bleibt. Was für ein tolles Tor! Ich wollte gerade noch stehen bleiben. Der Druck ist enorm, natürlich, bei diesem Elfer. Toller Treffer! Jetzt müssen wir ihn halten, Leute. Das muss ein ganz schöner Druck sein. Trifft er nicht. Bedeutet das? Ja! Das war's in diesem Elfmeterschießen. Ole! Auf geht Schalke! Jetzt zurecht feiern lassen. Mit ihm als Gastspieler. Um einen Elfer zu verlieren, braucht es Intuition und Reaktionsfähigkeit. Dieses 1 gegen 1 Duell gegen den Schützen entscheidet er. Boah. 1-1, wer hat gewonnen? Beşiktaş hat 5-4 gewonnen. Finale gegen Beşiktaş, Leute. Oh mein Gott. Machen wir das auch noch heute oder machen wir es morgen? Ich weiß nicht. Oh mein Gott, wir haben sogar Auswärtsspiel. Scheiße. Okay, komm, das spielen wir jetzt, Leute. Aber wir müssen einmal auf Offensiv umstellen, weil wir gegen Beşiktaş spielen. So müssen wir auch spielen. Aber nur härter schießen. Was macht der? Es geht los. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Scheiße. Hier in diesem tollen Stadion im Old Trafford in Manchester. Wieso Manchester alle Spiele, wenn ich mal fragen darf? Und Frank Buschmann. Und wir übertragen für Sie heute das Endspiel. Dieses spannende, ganz harte Sollte einen Rot geben. Platzverweis geben. McKennie, nein, wieso der? Ja, moin, wie die schießen. Burgstaller. Wie die Typen schießen, aber wenn Beşiktaş so knapp gegen Southampton gewonnen hat, dann gewinnen wir doch gegen Beşiktaş, oder? Das nee, das wird nicht passieren. Und das Tor! Damit das Spiel jetzt richtig eröffnet, darf gerne so weitergehen. Und damit haben wir den ersten. Wenn es gar nicht läuft, dann muss ich auf Beşiktaş Seite und dann Eigentore schießen. Der Ballverlust. Ey, wieso läuft der? Ich krieg die Krise, Mann. Wir kann Göni. Wieso gewinnt nicht Sotem gegen Beşiktaş? Das wäre sogar besser für uns. Tor. Scheiße. Und noch eins. Das ist der Doppelschlag. Ja, ach echt. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Heute werden die Torhymne werden wir nicht mehr hören, oder? Nee, ich muss. Wenn es dann 3-0 steht, dann werde ich 5-3. Ja, 5 Eigentore werde ich schießen. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. Und das ist der Ballverlust. Es läuft gerade gar Ein nicht gut. Tolles Turnier neigt sich dem Ende zu. Und das hätte ich so gar nicht erwartet, aber die Mannschaft wirklich schon in ordentlicher Form. Burak Yilmaz! Und jetzt die Chance. Ui, das war eng. Es tut mir leid. Es tut mir sehr leid. Ah, es klappt nicht. Toll.
Ball geht am Pfosten vorbei. Burgstaller. Ja, wir werden es niemals schaffen, Leute. Wie sollen wir zwei Tore schießen gegen Besiktas? Jajic. Egal, auch wenn Besiktas gewinnt, ist okay, weil... Nicht gut gearbeitet in der Abwehr. Yilmaz! Oh, er trifft die Lüfte. Ja, eigentlich. Großer Fan von Besiktas. Ach, viel Pech. Nur der Autotreffer. Eine gute... Schöner Pass. Guido Burgstaller. Suat Serba. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Oh Mann. Macht er gut. Don't bring me down. Nkudu. Noch ist die Chance da. Okay, wenigstens hat Nübel den harten Schuss gehalten. Omar Mascarell. Jeremy Lenz. Gut gemacht, vorbei am Loch. Und der war sowas von knapp. Ja, der war echt knapp. Jetzt der Ballverlust. Alle Spieler bei Besiktas sind doch über 80, oder nicht? Ja toll, das sehen wir nicht mal. Das ist doch Kevin safe alle über 80. Gesamtwert. Gute Aktion. Ja, gut gemacht. Flanke kommt. Hätten wir Ronaldo so geholt. Geht, steht das Stadion Kopf. Aber nein, Spaß, unsere Kohle reicht kommt, sowieso nicht. Eher frustriert. Amin Harit. Knapper Rückstand bislang. Super Pass. Amin Harit. Kommen Sie noch komm. Mal. Ja! Da kann er echt nichts machen. Die Hoffnung ist wieder da. Ja, sie müssen aber natürlich mehr investieren, um ein Tor zu schießen und belohnen sich in dieser Situation. Aktueller Spielstand jetzt also. Die haben echt früh zwei Tore geschossen. Gregoritsch. Fairer Einsatz und er kommt an den Ball. Drei Treffer. Adem Ljajic. So, Durchgang 2 kann beginnen. Bald wissen wir dann, wer das Turnier für sich entscheiden kann. Ja, das kann ich jetzt schon mal klar sagen. Schalke macht Druck. Okay, ich kann es doch nicht sagen. Weil wir spielen nicht gut, gerade. Kann er weit einwerfen? Besiktas spielt aber auch nicht besser. Caligiuri. Die Spieler von Besiktas sind einfach nur besser. Da können wir nichts machen. Spieler von denen sind besser. Eleni vor allem. Der ist richtige Maschine, Digga. Ich kann so richtig Montana Black lachen. Easy, Digga. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Jetzt vielleicht. Oh, der war schön geschossen. Ich habe sogar ein Besiktas Trikot von denen, die die gerade anhaben, zu Hause. Was für zu Hause? Ich hab's gerade neben mir sogar. Kommt jetzt die Flanke rein? Nicht ganz neben mir, sondern im Kleiderschrank. Ich bin so richtiger Besiktas Fan. Ich hatte mal so Auswärtstrikots, damals waren die ja noch so schwarz oder so grau halt, wie die gerade von Schalke. So ungefähr. Von denen hatte ich, die waren aber mir jetzt zu klein, die haben sie dann verkauft. Der Typ, der es kauft, hat einfach gesagt, bitte, bitte verkauft mir. So richtig gesagt, bitte, bitte verkauft mir und keinen anderen. Ich denke mir so, okay, chill, was ist das? Also mit ihm eBay regelt. Das ist ein richtig guter Transfer. Was schon 65. Walla, wir müssen jetzt Gas geben, Walla. Jetzt kann er die Flanke bringen. Ball kommt flach.
Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend, das zeichnet ein klasse Keeper aus, ein echter Rückhand. Ja, sie können erstmal klären. Der Schuss, keine Gefahr bei dieser Aktion. Burgstaller, klasse Pass, Suazerba. Daniel Caligiuri, Guido Burgstaller. Komm, ich doch mal richtig. Gefährlichen Steilpass. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Burak Yılmaz. Scheiße, scheiße, scheiße. Und das ist der Ballverlust. Sieht vielversprechend aus. Jetzt könnte die Flanke reinschlagen. Michael Gregoritsch. Vielleicht der Ausgleich. Das hätte gefährlich werden können. Gute Aktion. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Weiter gefährlich hier. Nee, kein schneller Konter. Aber erstmal weiter der Ballbesitz. Nein. Ja, könnte was werden. Ich bin zwar gerade auch ein bisschen für Beşiktaş, Leute. Das ist kein Problem. Aber wir müssen gewinnen. Hat den Ball. 10 Minuten noch. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Scheiße, wir haben verloren. Entweder wir müssen jetzt improvisieren, gucken, einen anderen Controller verbinden, Eigentor schießen, aber ich weiß nicht, ob der Stream dadurch beendet wird. Das ist halt das Problem. Burgstaller. Marcelo Cipka. Digga, ich grätsch den gleich. Der Typ riecht mich schon von Anfang des Spiels auf. Jajic. Der Kommentator regt auch auf. Da wäre Platz auf außen. Nein. Jajic. Der Ball geht knapp daneben und das könnte sich Wir verlieren. Mit dem Treffer hätten sie ihre Lage schlagartig verbessern können. Egal, dann bekommen wir auch schon den Ball. So, was macht? Viel mit Auge. Weiter gefährlich. Omar Mascarell. Ja, das könnte ihre letzte Chance sein, hier zumindest noch auszugleichen. Tolles Zuspiel. Das sieht gut aus. Sie liegen mit einem Tor zurück, aber jetzt noch mal Ecke. Wird das noch was? Scheiße, scheiße. Heute richtig ab. Das ganze Stadion singt und feiert. Hier herrscht tatsächlich eine irre Atmosphäre auf den. Da ist das Ding. Ja, GG's. Nicht, ne? Egal, Leute. Egal. Beşiktaş hat zwar gewonnen, aber egal. GG's Beşiktaş. Wie viel haben wir jetzt bekommen? 1.000.000 4.300.000 haben wir. Nee, ich spiele ja kein Ultimate Team. Wir haben 4.300.000 dazu bekommen, also haben wir 48 Millionen Grad. Egal, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Stream. Oh. Wir sind zwar Zweiter geworden, aber Beşiktaş gönne ich's voll. Ja, und bis morgen. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Ciao. Das letzte Mal hören wir das jetzt. Ciao, Leute, auf jeden Fall.